Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, am legendären Lüsgardsbacken. Hier gab es 94 die Olympischen Spiele. Großartiges Abschneiden der Deutschen im Team, in der Einzelwertung. Und einer, der stand ein bisschen traurig daneben. Der war eigentlich genauso gut wie die vier anderen, die den Titel geholt hatten. Aber es war einer zu viel an Bord. Tja, und der war leider ich und der durfte nicht mitspringen. Herzlichen Dank, Meister Thiele, dass du gleich so einen Start hinlegst. Aber dafür stehe ich heute umso fröhlicher hier und aufgeregter in Lillehammer am Lüsgardsbacken. Ja, also Gerd Siegmund und Dirk Thiele für Avia TV. Und was wir vorhaben, wissen Sie. Wir haben natürlich für das Springen keine Rechte, aber davor und danach, da können wir etwas tun. Und das wollen wir auch in Ihrem Sinne. Klingenthal war ein richtig guter Start und den wollen wir hier fortsetzen. Denn wir sind in Lillehammer und wir freuen uns auf die Qualifikation. Und nach der Qualifikation, Gerd, da haben wir noch was zu sagen, hoffe ich jedenfalls. Naja, auf jeden Fall springt man ja heute, kein Problem. Und wir wollen natürlich dann also unsere Analyse der Qualifikation gerne an Sie weitergeben und werden mit Sicherheit das ein oder andere Interview führen und vor allen Dingen werden wir bestimmt auch einen Gesprächsgast haben. Wir haben schon mit dem Manuel Fettner gesprochen, denn da gibt es was zu erklären. Das ist schon für diese Saison mein Mann der Saison, denn da habe ich in Klingenthal was gesehen, dann ist der Clip rausgegangen. Der hing nur noch an einem seidenen Faden. Und das war seine Versicherung. Aber das kann er uns dann bestimmt gleich erklären. Und ja, seien Sie gespannt. Ja, und dann Vorschau morgen, übermorgen. Wir haben uns schon jetzt mit Top-Athleten, mit Trainern verabredet. Also Sie sollen auf Ihre Kosten kommen. Wir möchten, dass Sie zufrieden sind mit dem, was wir hier machen.